Portale der Herzenskreativität und Verspieltheit. Hier zur heutigen Episode nehme ich euch mal mit zu einem meiner Lieblingswanderwege, der hier an einem heiligen Berg liegt, dem Mount Maunganui, und der entlang einer wunderschönen Küstenlandschaft Neuseelands verläuft. Ja, aktuell befinden wir uns ja wieder mitten in der Energie von zwei Portaltagen, der kreativen Herzensfrequenzen und kindlichen Verspieltheit, die sich gegenseitig verstärken. Und sie rufen uns dazu auf, unseren kindlichen Kräften zu folgen, der Unbeschwertheit, der bunten Fantasie, der ungetrübten Lebensfreude von Kinderlachen und all dem wieder seinen freien Lauf zu lassen. In alten Überlieferungen wird das oft beschrieben mit dem Satz, werdet wieder wie die Kinder. Und genau das ist die Energie, die jetzt gerade hineinströmt und die uns dazu aufrufen möchte, den grübelnden Verstand abzuschalten und rauszugehen zum Spielen. Es geht darum, sich mit Leichtigkeit von der Natur inspirieren zu lassen, zu dem, was nun in diese Welt will, und diesem einfach freien Lauf zu lassen. Und bei alledem sollten wir uns nicht zurückhalten, sondern einfach groß denken, und zwar so groß, wie du nur kannst. Denn die Welt der Fantasie kann nie bunt genug sein. Und ich selbst bin als Kind auch immer super gerne in der Fantasie gereist, überall hin, was man sich nur vorstellen kann, als Meerjungfrau in die Tiefen der Ozeane, als Prinzessin in traumhaften Gärten herumgewandelt, mit Fabelwesen in den Wäldern gespielt, als Vagabund um die Erde gereist, oder wie der kleine Prinz zu anderen Gestirnen geflogen. Und all das ist in der Fantasie und mit unserer geistigen Kraft ja möglich. Und in den letzten Jahrzehnten wurde uns das natürlich sehr stark abtrainiert durch viele Kinderserien, die wir im Fernsehen sehen, durch Blockbuster und Kino, durch Videospiele und so weiter. Und bei alledem ist eben unsere Fantasie wirklich immer mehr und mehr verkümmert und in Vergessenheit geraten. Und jetzt geht es darum, die Fantasie wieder zu aktivieren. Denn es ist der Geist, der die neue Welten erschafft. Und wir sind jetzt gerade dabei, eine neue Welt zu erschaffen. Und die erschaffen wir in erster Linie oder im ersten Schritt mit unserem Geist, mit der Fantasie. Und deswegen geht es jetzt darum, dass wir uns wieder der Fantasie zuwenden und uns dieser Energie wieder hingeben. Und somit möchte ich uns die Energie der aktuellen Portaltage, aber auch die äußeren Reiseeinschränkungen dazu einladen, innerlich zu reisen, innere Reisen zu unternehmen, die die Fantasie ganz neu beflügeln können, wie die eines Kindes, das unbeschwert singend und beschwingt in den Tag hineinlebt. Und ich selbst unternehme hin und wieder auch als eine Art Meditation, Fantasiereisen oder man kann sie auch als Astralreisen oder kosmische Reisen bezeichnen. Und oftmals, wie die Kinder, stelle ich mir vor, dass Feen mitfliegen oder Elfen oder Engel in Tiergestalt, wie zum Beispiel die Einhörner oder die Drachen, und sich einfach nur von seiner Fantasie hinleiten oder führen zu lassen, wo immer auch die Fantasie mit viel Spaß, Freude und Spielerei hin möchte. Und wenn euch sowas interessiert und ihr Interesse habt an einer meditativen Fantasie- oder Astralreise, dann hinterlasst das gerne mal in den Kommentarfeldern, vielleicht auch mit dem Hinweis, welche Fabeltiere euch zum Beispiel interessieren würden. Und manchmal geht es auch
in entfernte kosmische Regionen, zu bestimmten Sonnensystemen oder Planeten oder Sternen, also was immer unsere Fantasie uns eingibt. Kommentiert das gern einfach mal in den Kommentarfeldern, das würde mich interessieren, wo eure Fantasie euch gerne hin einladen würde. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du mehr davon hören möchtest, dann schenk uns einfach ein Like oder hinterlasse einen Kommentar. Und wenn du keine der weiteren Episoden verpassen möchtest, dann abonniere am besten gleich den Kanal und klick auf die Glocke. Ich bin Heike Michelsen von Germany Goes Raw und ich wünsche uns allen beste Gesundheit.